So, erstmal Quests. Ist es ein Goblin? Natürlich. Links oben. Ah, doch hier. Okay, da müssen wir auch noch hin. Links oben. Oder hier. Wahrscheinlich aber hier. Denn hier haben wir auch einen Flugpunkt. Hier ist nochmal eine Allianz-Instanz, beziehungsweise von den Trainern. Da werden wir auch noch hinkommen. Ich will aber erstmal eigentlich die Ehrenfeste komplett abschließen von den Quests und nämlich dann langsam dieses Gebiet aufmachen. Ich möchte auch unglaublich gerne in die Zangamarschen zum Questen und Wälder von Terroka. Ich mag die beiden Gebiete sehr. Was mir nicht so zusagt, ist tatsächlich Nessersturm und Schergrad. Schergrad finde ich anstrengend zu questen, aufgrund der Einteilung. Man sieht es hier schon, man hat immer so einzelne Plateaus mehr oder weniger, die man auch nur über die einzelnen Dinger erreichen kann. Die sind auch verschiedenen Höhen auch. Das ist tatsächlich ein bisschen anstrengender. Angeln erst in den Zangamarschen. Ah, okay. Ihr Fehner weiß Bescheid. Zeit ist Geld. Zangamarschen kommen wir auch noch hin. Aber Angeln, ganz ehrlich, Angeln hat jetzt auch nicht die Riesenpriorität. Gott sei Dank. Was? Hab jetzt nicht zugehört. Hat sich alles geklärt. Und wie? Hab hier nicht zugehört. So. Im Notfall. Beim Notfall ist es die Aufgabe des Piloten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich nehme an, das ist der Pilot davon. Kopf zu bewahren. Besonders, wenn die einzigen Befehle, die der Co-Pilot befolgt, die seines Magens sind. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht tagelang darauf warten müssen, dass uns Ersatzteile geliefert werden. Oh Gott, ich ahne es. Die schlechte Nachricht ist, dass die Ersatzteile überall von hier bis zum Tal der Knochen im Osten verstreut sind. Die andere schlechte Nachricht, die Ersatzteile sind nicht so leicht ersetzbar. Sie sind bei unserem schnellen Abgang abgefallen. Könnt ihr mir vielleicht helfen, genügend davon wieder vom Boden aufzusammeln? Ja, ich hab's geahnt. 30 Stück natürlich. Ja, holla, die Waldfee. Okay, typische Sammelquests. Mal wieder absolut übertrieben mit 30, aber gut, so ist es halt. Ja, kriegen wir Bufffood. Ich bin am Verhungern. Ah, der Co-Pilot. Ist das nicht ironisch? Ein verhungernder Koch. Ligassi lacht halbherzig und tippt auf sein gefaltetes Pergament in seiner Tasche. Laut dieser Touristenkarte, der wir gefolgt waren, bevor wir so hinterhältig niedergeschossen wurden, gibt es im Südwesten eine Gegend nahe bei den Wäldern von Terroka. Sie wird der Messerdornpfad genannt und angeblich soll es dort von leckeren Felshetzereiern nur so wimmeln. Ihr könnt ein tolles Festmahl daraus zaubern, wenn nur jemand mutig genug wäre, dorthin zu gehen und ein paar zu sammeln. Das ist relativ weit weg, oder? Ah. Ah, nee, wir können hier tatsächlich abkürzen, wenn wir Richtung... Ist es sogar, wir können über die Zangamarschen hier lang. Wir können hier tatsächlich, würden wir in die Wälder von Terroka kommen. Hier durch. Und hier wäre dann Shasra, die Hauptstadt letztendlich der Scherbenwelt. Wo dann auch Bank alles ist, Aldor, Seher und so weiter dann auch vertreten ist. Wir haben jetzt tatsächlich die Trümmerteile bekommen. Ja. Müssen wir mal gucken, wie viel gerade noch los ist. Wir haben jetzt kurz vor 11, da ist schon ein bisschen weniger los, Gott sei Dank. Da liegt eins. Es sind halt 30 Stück von den Dingern wieder einsammeln. Angenehm ist anders. Aber ich würde die Quest trotzdem gerne machen. Ein Schurke gerade. Auch schön. So, wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg, wenn wir jetzt hier Ersatzteil einsammeln, vielleicht irgendwo mal ein Teufelseisen vorkommen. Wäre tatsächlich das erste, wo ich dann auch mal einen Skillpunkt kriegen würde. Ich glaube, hier unten müssen wir lang, ja. Hier unten und dann rechts Richtung Zeskor. Hier liegt eine Leiche. Na, guck mal, wo wir Ersatzteile finden. Im allergrößten Notfall... Ah, das sind ein paar, aber ich glaube... Ne, da hat die Quest nicht. Ja, okay, man... Cool wäre, wenn hier mehr als eins immer drin wäre. Also wenn... Das habe ich auch in der letzten Quest schon gesagt, die ich mit der Markerin gemacht habe. Wo ich in Tanaris die Dinger aufgesammelt habe, die 30 Stück. Wobei da tatsächlich noch weniger rumlagen. A, hätten es 15 auch getan. B, wäre es geil, wenn man hier lootet, dass zumindest mehr als eins rauskommt. Aber, ja, das heißt halt jetzt 30 mal bücken. Für, bin mal gespannt, ist das eine 61er-Quest? Ja, ist immer eine 61er-Quest. Für dürfte, ich glaube, 11.000, 12.000 Erfahrungspunkte dürfte die, glaube ich, geben. So, wir müssen hier aber auch noch die anderen Viecher killen. Liegen hier auch noch Trümmerteile? Nee, hier natürlich nicht. Tatsächlich nur außerhalb des Lagers. Und hier müssen wir noch diese, wie heißen die? Unerschütterliche Ritter töten, unter anderem. Ja, und die Teile liegen echt nur außerhalb, oder? Ja. 12 davon, 5 davon. So, wir können wieder auf Dualwald gehen. Ich glaube, ich kann sogar... Ja, wir können uns gleich nochmal ein bisschen umziehen auch.
Hab jetzt sogar noch das Death-Zeug vorhin angehabt, wo ich auch ein bisschen gequestet habe. Was jetzt nicht schlimm ist, weil so ein mega krasser Unterschied ist es jetzt auch nicht. Wir haben jetzt hier einen neuen Umhang, wir haben das hier neu. Wir können den Gürtel noch anlegen. Hat das noch funktioniert? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, hat nicht mehr funktioniert. Da war ich schon im Kampf. Macht ein bisschen mehr Schaden insgesamt. Wir halten halt auch ein bisschen weniger aus, aber dafür machen wir ein bisschen mehr Schaden. Equipment, zumindest Furore-Equipment, ist tatsächlich ausbaufähig bei mir. Ist aber auch schön. So brauchen wir zumindest noch ein bisschen was. So. Nehmen wir den hier. Hier oben an der Kante sind relativ viel von denen. Und auch so ein bisschen schon. Was man auch machen kann, ist tatsächlich im Rückwärtslaufen die Gegner einfach wegtöten. Man zieht's hier. Das klappt eigentlich ganz gut. Okay, hinter mir haben sie gerade auch aufgeräumt. Ein Hütchen. Da hinten ist noch einer. Davon brauchen wir 5. Ich treffe nicht. So, 5. 1 von 5. Auch man sieht es hier, die Respawn-Zeit ist echt halt runtergesetzt. Deswegen kommst du relativ zügig mit den Quests voran. Auch wenn hier mal 3-4 Leute sind, die Quests machen, hast du trotzdem die Chance, relativ zügig deine Quests zu erledigen, deine Kill-Quests zu erledigen, deine Sammel-Quests zu erledigen. Sammel-Items respawnen übrigens genauso schnell wieder. Hier unten sind die ganzen Items, die wir dann einsammeln müssen. Das geht eigentlich alles ganz gut. So. Die Pferde können heilen. Sollte ich mir vielleicht auch noch merken. So, die letzten 100 HP sind immer der Knackpunkt. Ich finde es immer schön, wenn so der Gegner, du haust ewig drauf ein. Und am Ende hat er irgendwie noch 3 Lebenspunkte und dann kommt verfehlt, verfehlt, pariert, ausgewichen, verfehlt, pariert. Bei 3 Lebenspunkten. Aber vorher die ersten 3000 Lebenspunkte innerhalb von 3 Sekunden runtergeknackt. Aber danach einfach Stillstand. Nein, Truppen läuft aus. Nein, ist ausgelaufen. Zu wenig gut. So, 6 von 12. Muss sagen, das geht aber relativ zügig gerade. Mussten wir hier nicht auch irgendwas reinigen? Ich hatte doch irgendeine Fiole mitbekommen. Ah nee, das war für die Skelette auf dem Pfad der Ehre. Das war hier gar nicht. Oh ja, 2 Immeranda. Eigentlich können wir auch gleich 3, 4 pullen. 3 sollten auf jeden Fall machbar sein, ohne dass ich dabei drauf gehe. Skui wünscht sich Rosa. Kann er haben. Kam letztens Stream gar nicht vor. So, wir müssen dann gucken, dass wir noch ein paar von den Pferden kriegen. Ist der Bär AFK oder was macht der da? So, 3 Stück. Ist der Auto-Hit? Und der macht nur Auto-Hits, oder? Seltsam. Aber okay. Ja, ein Trümmerteil. Oh, ich bin im Kampf. Ja, wir haben den hier geedit. Natürlich jetzt, wo das Trümmerteil liegt. Selbstverständlich. Hat zufälligerweise einer die zweite Folge schon gesehen. Ich weiß, die kam heute erst um 18 Uhr raus auf YouTube. Aber hatte einer gesehen, wo ich vom Teufelsherrscher von hinten brutal niedergeknüppelt worden bin? Ich habe es teilweise gefeiert, teilweise fand ich es mega scheiße. Und ich bin nicht der Einzige und Erste, dem das hier passiert. Ich wurde auch so gekillt. Das passiert sehr vielen, glaube ich. So, wir müssen dann gleich hier runterspringen. Ich glaube, hier unten haben wir mehr Chance auf diese, auf die Teile. Auch wenn 30 echt viel ist. So, 11 von 12. Ja, wir müssen uns, glaube ich, gezielt nach dem Pferd mal umgucken. Ja, wir sollten uns gezielt nach Pferden umgucken. Irgendwie. Da ist 1. Oh Gott. Okay, da unten haben wir auch noch irgendein. Ich glaube, es ist ein Magier, oder? Ja, natürlich. Magier, selbstverständlich. Magier sind unangenehm. Aufgrund des Fernkampfes. So, der ist hin.
Schön, dass du beim Questen kannst nebenbei noch anderes Zeug machen. Natürlich, Frostnova. Selbstverständlich. Das Geile ist, wenn du das als Magier, wenn ich als Magier unterwegs bin, wie Mia beispielsweise unterwegs bin, und eine Frostnova mache, in 95% aller Fälle, oh, ein grünes Item, 95% aller Fälle ist es so, dass der Mob aus der Frostnova innerhalb von 0,1 Millisekunden bis 2 Millisekunden draußen ist aus dieser Frostnova. Selbstverständlich, wenn dir das passiert und du in der Frostnova landest von einem Gegner hier, läuft die Frostnova komplett, die komplette Zeit durch. So, 4 von 5. Ah, guck mal da. Direkt der nächste. Respawn. Sehr schön. Hä? Okay, strange. Von ewig weit her kam die gerade. Die gute Dame. Oh, 1500, da. So, das haben wir alles. So, was brauchen wir noch? Nein, wir brauchen auch noch Zauberhexer. So Mist. Okay, dann müssen wir noch die Zauberhexer killen. Wir können hier unterbrechen, das macht es relativ einfach. Aber jetzt brauchen wir auch noch 9 Stück von denen. Na super. Das ist mal eine lange Kill-Quest. Soll ich der Katze... Ja, ich helfe mal der Katze. Wobei das auch mein Tod sein könnte. Wobei, ich habe noch Heiltränke. Okay. Viel Spaß. Heil die ruhig. Nicht wirklich sinnig, aber heil ruhig. So. Ey. Ey. So, da unten wird gerade gebettelt. So, Hexer. Wir brauchen Zauberhexer. Da oben. Hier alles ausgelöscht. So, können nebenbei ein bisschen Energie tanken, wenn wir hier nur nur Einzelgegner-Targets bearbeiten und dies unterbrechen können. Zumindest wenn es jetzt nicht erschaffen zu zaubern, so wie der jetzt, sollen wir eigentlich sogar fast eher hochheilen können, wie dass sie uns Schaden zufügen. Zwei, oder? Ne, einer. Kommen die da hinten mit? Die gepult? Ne, oder? Die da, meine ich. Ne, anscheinend nicht. Okay, der kam durch. Da ist ein Hex-Dings dran. Okay, kurze Verschnaufpause. Kurz mal auffüllen. Und dann weiter. Hinten steht die nächste. Es ist sehr leise. Was ist sehr leise? Ist das nicht jedem schon passiert? Jopp. Eigentlich ist der Teufelsherrscher, teilweise hörst du den halt echt, wenn er schreit, ist er echt laut. Aber, ja, im Eifer des Gefechts oder natürlich, selbstverständlich, wenn du irgendwelche Vorkommen gerade abbaust, wo du eigentlich echt damit beschäftigt bist, keinen Fehlversuch hinzulegen oder wenn du einen hinlegst, dass du halt schnell wieder den nächsten machst, weil sonst irgendeiner herkommt, die das Ding einfach vor der Nase wegklaut, weil es gibt auch solche. Und natürlich dann kommt er von hinten und haut dich halt schnell einmal um. Wobei er auch, er hat mir 2500, 3000 Schaden aus einem Dreh hat er mir zugefügt. Das ging eigentlich noch. Den tötest du auch, ich glaube, es ist eine Quest. Du musst ihn ja auch irgendwann töten. Ich glaube, das ist eine Quest. Das müsste eine 5er-Gruppen-Quest nur sein, wo du ihn töten musst. Also gar nicht so mega krass schwer. Wie man vielleicht denkt, gerade bei der Größe von dem Ding. So, 7 von 10. Da ist gleich wieder Respawn. Sehr schön, da steht, glaube ich, auch schon wieder... Ah, guck mal, hier steht ein besonderer. Den werden wir wahrscheinlich auch noch töten müssen. Könnt ihr mir vorstellen. Hier, den da. So, 8 von 10. Da hinten wäre schon wieder Respawn. Durch die geringen Respawn-Zeiten kannst du halt einfach echt im Grunde von A nach B laufen und immer wieder den gleichen killen. So, 9 von 10. 10 von 10. Ja, wie gesagt, also die respawnen im Sekundentakt. So,
Und ich muss mal dringend das Makro von Tell Me When mit Toben bauen. So, 10 von 10. Haben wir es jetzt? Danke. Oh, guck mal hier hinten. Oh, Geheimnisse des Lichts müssen wir noch holen. Das können wir mal probieren, dass wir das schnell auch noch mitmachen. Ist eine Zusatzquest. Die müsste dann hier... Oh man, dahin. Den ignoriere ich jetzt mal. Ich weiß, dass er auch schießt, aber solange er mich nicht abmountet, ist alles super. Oh man, dahin. Ah, okay. Ist noch im Rahmen. Hier hinten drin wahrscheinlich. Oder auch... nicht. Ja. Ich bin drüber gelaufen. Na, hinter mir ist ein Ritter gespawnt. Ja, komm, dann nehmen wir dich schnell noch mit. Ich meine, er hat angefangen. Mami, der hat angefangen. Dann nehmen wir den noch mit. Alles Erfahrungspunkte. Wir sind jetzt bei 80%. Wenn wir die Quest abgeben, ja, vielleicht schaffen wir die 62 noch. Wenn nicht, spätestens am Sonntag. Nee, beziehungsweise morgen gibt es keinen Livestream. Sonntag ist dann der nächste Livestream um 19 Uhr, ganz normal wie immer. Aber ich nehme morgen auch, komm wieder morgen zum Folgen aufnehmen, definitiv. Das heißt, morgen auf jeden Fall Level 62. Und dann am Sonntag auch ein bisschen Questen würde ich gerne machen. Vielleicht schon mal die Sklavenunterkünfte uns anschauen. Sklavenunterkünfte übrigens in den Zangamarschen, die Instanz. Also auch da dann auf jeden Fall schon im neuen Gebiet unterwegs. So, sammeln wir jetzt noch diese 30 Dinger ein. Ja, komm, was soll's. Da ist eins. Interessant wäre zu wissen, ob das Feuer, was hier teilweise mal hochschießt, ob das Schaden macht. Weiß das zufälligerweise einer? Macht das Schaden? Hier schießt ja ab und zu mal Feuer tatsächlich hoch, gerade zumindest in dem Bereich hier. Macht das Schaden? Wäre komisch. Da ist eins. Meins. Ach komm, ich lass ihn. Ich nehme das hier. Und ich nehme die beiden. Das ist tatsächlich so eine Spur, die sich hier durchzieht. So, das hier. Das hier. Immerhin geht es relativ zügig. Also das liegen doch ein paar von den Dingern hier rum. So, das hier. Wobei, das sammelt auch. Guck mal, das hier habt ihr gesehen. Kommt man da ran? Wahrscheinlich kommt man da nicht ran. Ja, man kommt nicht ran. Okay, vielleicht haben sie es auch nicht übersehen. Da liegt eins, da liegt eins. Der hat hoffentlich eine andere Quest. So, leider bis jetzt kein Teufelseisenvorkommen gefunden. Hier liegt aber mehr als genug von dem Zeug auch rum. So, da liegt rum, da liegt rum. Ich hätte gern ein Teufels... ein einziges. Mir reicht schon ein einziges Teufelserzvorkommen. Nur eins. So, das hier. 10 von 30. Das sind weitere. Die Dinger dürften auch recht zeitnah respawnen. Also auch da eher... ja, prinzipiell kannst du dich hinstellen und warten, glaube ich, bis respawn ist. Sollte funktionieren. So, aufsatteln. Da hinten liegt auch noch Zeug. Da hinten liegt auch noch rum. Dann nehmen wir das hier noch mit. Da liegt auch noch eins rum. Da war auch gerade noch eins neben dem Eber. Empfehlenswert ist übrigens immer, das habe ich glaube ich schon mal gesagt bei irgendeiner Quest, dass man nicht, also klar, du kannst hier vorne die Teile suchen, aber hier suchen halt am meisten. Wenn du ein bisschen weiter hin gehst und ein bisschen abgelegen, dass du Zeug suchst, wirst du meistens besser fündig, wie vorne, wo einfach die Leute sich ein Bein ausreißen und versuchen, das Zeug zu kriegen. Da baut schon einer ab. Liegt hier auch noch irgendwas rum? Ich glaube, hier sind wir schon zu weit? Nee. Da. Wir haben 13, nicht mal die Hälfte, gleich die Hälfte, zumindest 14, 15. Magier müsste man sein, mit Blinzeln. Geht's auch ein bisschen schneller. So, und die dürfen wir vielleicht sogar etten. Ja, die haben eine abartige... ja, noch gekriegt immerhin. Die haben eine abartig große Akku-Range, die Viecher. Eine richtig, richtig große. Oh, wir haben Loki vergessen. Stimmt, wir müssen Loki.
Mein Freund. Ich mag das Geräusch. So, da ist nichts, da ist nichts. Irgendwelche Pflänzchen, ich glaube, die hier müssten auch, glaube ich, für eine Quest sein, die Pflanzen, die hier überall rumstehen. Wahrscheinlich auch so eine Einsammelquest mit 45 statt 30. Das ist Schaden? Nee. Damit wäre diese Frage auch beantwortet. Na? Sah so gut aus mit den Trümmern. Na toll, das... Ernsthaft, das sind auch Zahnräder. Wieso zählt das nicht? Das, was respawnt. Als ob die den Unterschied zwischen dem und dem Zahnrad merken. Die sehen ja gleich aus. Ah, hier. Gerade alles respawnt. So, das hier. 17. ...18... ...19... ...20, 21... Guck, ob es so lange da ist. Anderer Vorteil ist natürlich, wenn jetzt so viele unterwegs sind... ...was nichts... ...wenn hier so viele Leute unterwegs sind, dass man die ganzen hier diese... ...Knochenhäuter... ...Knochen... was? Ja, jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Irgendwelche Knochenhäuter... Dass die ja nicht am Leben sind, sondern einfach mal durchreiten kann und einfach seine Items einsammeln kann. Knochenhäuter-Bussarte. So, 20, 21. So, dann müssen wir, glaube ich, erstmal wieder... Da oben wäre eins. Müssen wir erstmal wieder ein kleines Stück reiten. Er hat übrigens... Der hat wirklich... Der hat eine abartig geringe Akku-Range. Also der muss echt fast... Der muss prinzipiell in dich reinlaufen. Also durch dich durchlaufen, damit du den pulst. Aber man schafft es immer wieder. So, 22. Ich hoffe, diese Quest gibt Erfahrungspunkte. Und zwar viele. 23. 23. Bin ja nett. Ich lasse es ihm. So, 24. Ja, das ist tatsächlich eins. Das auch, okay. Da auch, ja! Und der hat eine andere Quest, der Druide. Okay, die holt sich der Jäger. Dann nehmen wir das hier, 26. Das ist leider nichts. Und da wären auch nochmal zwei. Aber ich glaube, wir können uns schon fast wieder auf den Rückweg machen. Vier Stück bauen wir jetzt noch. Da ist auch eins. Aber kein einziges, ich sehe jetzt zumindest kein Teufelserz vorkommen. Oder, ich glaube, Kobalt vorkommen. Das ist, glaube ich, die nächsthöhere Stufe, aber das kann man erst, glaube ich, mit 215 abbauen. So weit sind wir leider. Wir sind momentan auf 303 erst. So, 28, 29, 30, dann haben wir es doch. Dann können wir direkt wieder zurückreiten, können die Quest... Schulsgerechter? Höllengeister? 10 Stück? Terrorbestien? Was ist das für eine Quest? Vor allem, wieso sind hier nur zwei? Höllengeister. 9800 Erfahrungspunkte gibt das Ding. Wir können übrigens durch Quests, hier können wir tatsächlich gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir hier auch bekommen. 9000, wir kriegen für die Quest 9800 Erfahrungspunkte. Ja, ob das im Verhältnis steht, diese 30 Dinge einzusammeln für 9800 Erfahrungspunkte, sei mal dahingestellt. So, wir geben jetzt aber auf jeden Fall die Quest ab, die Quest ab, die Quest ab. Würde nicht reichen für Level 62, aber kurz davor. Sollten wir zumindest hinkommen. Okay, hier sucht Level 69er gerade den Teufelsherrscher. Also wie gesagt, es gibt schon viele, es gibt schon ein paar Level 70er, aber das sind echt die, die es richtig hart durchgezogen haben. Meins wär's nicht. Skui, bye bye. Yo.
wünsche eine gute Nacht. So, 30 Stück. Einige davon sind in einem ziemlich schlechten Zustand, aber ich sollte damit zurechtkommen. Es braucht nur ein wenig kreative Ingenieurskunst und es wird sicher klappen. Muss mir gleich nochmal die Nase putzen. So, 2 Gold, 9800 Erfahrungspunkte, na, ganz schön. Auswahl 10 Sekunden um 102. Ja, reduziert eure Bedrohung gegenüber Feinden im Umkreis von 30 Metern und macht es weniger wahrscheinlich, dass die so euch angreifen. Das kann ich einigen Charakteren ans Herz legen. auch wenn ich den Rahmen des Zeppelins repariert bekomme, muss ich einen Ersatztreibstoff finden. Ich habe kein Benzin mehr und es gibt weit und breit keine Tankstelle. Südlich von hier liegt eine Gegend namens Sperrenfelder. Dort wimmelt es nur so von wilden und unkontrollierten Leerwandlern, aber für mich sind sie eher wandelnde Batterien. Wenn ihr mir genug von ihrer Essenz bringt, kann ich damit den Motor des Zeppelins zum Laufen bekommen. Ich wette 5 Gold, dass ich dann sogar einen niedrigeren Verbrauch habe. Wir kriegen auch nur 2 Gold für die Quest. So, das ist alles hier unten. Ja, das ist alles hier unten. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich aber erstmal hier nach hier oben, geben die Quest erstmal ab. Und ich glaube, wir machen für heute dann mal Ende, würde ich sagen. Wir haben jetzt, ja, 23.19 Uhr. Ich habe mich ganz so gut geschlafen, mal abgesehen davon, es hat in dem Zimmer hier ungefähr 31 Grad schätzungsweise. Ich schwitze wie ein Schwein. Und am Sonntag geht es ja auch schon wieder weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Sonntag, 19 Uhr. Nächster Stream dann. Da werden wir erstmal auf jeden Fall ein bisschen questen. Außer ich werde wieder Ninja invited, dann natürlich erstmal ein bisschen ins Tanzen. Sonst aber erstmal questen eine Runde. So, die Quest müssen wir hier abgeben. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Seid gegrüßt. So. Die Söhne sind euch für eure Mühen dankbar, auch wenn nur wenige über das Rüstlager sprechen möchten. 2 Gold, 9800 Erfahrungspunkte, jo. Ich sehe die Geister von Erzmagier. Ah, guck mal hier, Erzmagier und Feldkommandant und noch einen haben wir. Also den, wo wir gerade schon gesehen haben, auf dem Friedhof. Gibt aber halt auch alles Ruf, die ganze Quest zu geben, 52 Ruf für die Ehrenfeste. Trotz eurer Bemühungen haben wir immer noch Probleme am Expeditionsrüstlager. Niemand weiß mit Sicherheit, was dort vor sich geht. Was genau die Geister der gefallenen Soldaten an die Ruinen bindet. Vielleicht gehen wir die Sache falsch an. In meiner Vision habe ich gesehen, dass jeder Geist eine Verbindung zu den Ruinen hat. Aber was ist, wenn eine Verbindung zu ihren Anführern besteht? Erzmagier Xindur und Feldkommandant Talvos standen ihren Männern besonders nah. Vielleicht bringen die Vernichtung ihrer Geister die anderen zur Ruhe. Für die Allianz. Also Folgequest. Schön ist auch immer, dass wenn man hier questet, man kriegt halt immer Folgequests. Oh, 84 immerhin. Man kriegt immer Folgequests. Teilweise landen die Folgequests dann auch nochmal in Instanzen, also 5er Instanzen, wo man auch mal blaue Items kriegt, die teilweise echt gut sind. Klar, mit T3 halt schwierig, aber sonst tatsächlich so, wenn man keinen T3 hat, ist das auf jeden Fall lohnenswert. Das nächste Mal ist er leer. Und da müssen wir mal gucken. Ich glaube hier oben, oder? Ja. Ne, hier drin. Das hier war der mit dem Buch. Hallo. Geheimnisse des Lichts. Ist es das kaum zu glauben, dass es die Schlacht überlebt hat? Die Gegebenheiten in den Ruinen waren nicht gerade gut für das Buch, aber ich bin dennoch froh, dass es wieder, dass ich es wieder habe. Gut, dass es hier nicht regnet. Weil es lag ja einfach so rum. Es ist das einzige Zeichen, das ich von Tyralion habe. Vater Divictidus scheint mit den Tränen zu kämpfen. Wenn man so lange Seite an Seite gekämpft hat, steht man sich noch näher als die eigene Familie. 2 Gold, 9.908 Erfahrungspunkte, keine Folgequest. Arsch. So, Küchenchef. Seid gegrüßt. Hier war ich übrigens noch gar nicht. Wir können auch mal gucken. Ziehe den Ehren. Oder war. Nee, hier war ich eigentlich noch nicht. Ah, hier, Meisterkochbuch. 375. Das Licht segne euch. Kann es sein, dass hier unten der erste Hilfe-Hein auch irgendwo ist? Ihr müsst auch irgendwo eine erste Hilfe. Ah, nee, warte mal. Erste Hilfe war ein Buch, aber ich glaube, das müsste man auch hier kriegen. Aber wir haben das Buch auf jeden Fall jetzt. Wir können zumindest Kochkunst schon mal hochskillen. Ich habe nur momentan nichts zu kochen. Wo ist es denn gelandet? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Da ist es. So, und damit. Ja, das dauert relativ lange. Damit können wir jetzt Kochkunst noch hochskillen. Sind jetzt bei 85% Erfahrungspunkte, also eine Quest, 9000 Erfahrungspunkte, ungefähr 1%. Haben hier jetzt keine Quest, doch eine, haben wir noch eine Quest offen? Nee, sieht man nicht. Nee, keine Quest mehr offen.
Dann würde ich sagen, wir parken unseren Arsch im Gasthaus, nehmen die doppelten Erfahrungspunkte mit über die Nacht und ich bedanke mich fürs Zusehen bei den Leuten, auch natürlich an die Leute, die bei YouTube das im Nachhinein sehen und sage gute Nacht und dann bis Sonntag für die Leute, die gerne im Livestream dabei sein möchten.